wir haben ja jedes Jahr so eine Fokusreihe. In diesem Jahr haben sich so viele Filmemacher mit dem Thema Finanzwirtschaft, Wirtschaft allgemein beschäftigt. Wir hatten so viele starke Einreichungen. Und das Thema ist ja so relevant. Das ist das Thema, was letztendlich mit in ganz andere, viele anderen Themen hineinwirkt. Ja, das bestimmt unsere gesellschaftliche Entwicklung gerade enorm. Sie wissen ja, dass der Wert Ihres Produktes, ein strukturiertes Produkt, leicht sinkt. Ja, verloren gegangen ist, verloren gegangen ist, verloren gegangen ist. Verloren gegangen? Meine Ersparnisse? Einfach weg? Das sind 7 Filme in der Reihe Doc Money und davon ist eigentlich jeder sehenswert. Die sind sehr verschiedene und fokussieren sehr verschiedene Themen. Also Agora zum Beispiel ist ja wirklich ein genauer Blick auf die Menschen in Griechenland, die unter der Krise dort leiden und was für Auswirkungen das wirklich für Individuen hat, für einzelne Menschen. Also mich interessieren die Menschen weniger jetzt wirklich die Abläufe oder die Prozesse in der Wirtschaft, sondern mich interessieren die Menschen. Und wir haben ja auch eben mit The Forecaster zum Beispiel ein Filmprogramm, der mal so einen Menschen genauer zeigt, der sich mit der Wirtschaft auseinandersetzt. And all 25,000 people run out and do exactly what I say, like it's a robot. I mean, this is how these people think, like a French Connection movie or something. I don't really know. It's very bizarre. Und natürlich Falciani und der Bankenskandal als Weltpremiere ist natürlich eine irre Geschichte, also ein sehr journalistischer Film, der aber wirklich da tief blicken lässt in die Strukturen und die Abgründe des oder die Folgen des Bankgeheimnisses. Ja. Hier haben wir zum Beispiel ein paar Millionen Dollar. Aber ich bin auch schon auf 70 Millionen oder sogar auf 200 Millionen Dollar gestoßen. Der Film geht um zwei verschiedene Themen. In der ersten Linie es geht um Steuerhinterziehung, die Rolle von der Schweiz und von Steuerparadiesen in der Steuerhinterziehung. Aber in der zweiten Instanz es geht um das niederträchtige Verachtung von europäischen Politikern für die Demokratie und für ihre Verantwortung, uns zu sagen, was sie gegen Steuerhinterziehung wirklich machen. Ich habe versucht, so oft Interviews zu bekommen. Ich habe keine Interviews mit Finanzministern bekommen, kein Interview mit Steuerbehörden bekommen, kein Interview mit die deutsche Steuerfahndung. Das ist für mich das Herz des Films. These people couldn't give a fucking shit about democracy, about their responsibilities, ihre Verantwortung, unsere Fragen zu antworten. 2010 ist das Datenleck bei der HSBC Genf bereits seit 2 Jahren bekannt. Genug Zeit also, um den Ermittlungen zuvorzukommen. In Nordrhein-Westfalen haben sich die meisten Steuersünder auf der Liste inzwischen selbst angezeigt. Nur 2 Personen werden gerichtlich verfolgt. Ich möchte, dass nachdem der Zuschauer meinen Film gesehen hat, ist er so wütend, dass er denkt, okay, was soll ich jetzt anzünden? Ja.